Willkommen zu Nerd und Spielt. Sports Online. Nicht jetzt. Irgendwie an den Wachen vorbeischleichen. Spricht auf den Markt mit Ishaba. Markt am Hafen, also jetzt stark nach Süden. Und doch darauf. Das Grün mag am Ufer.
Kommt und trinkt mit mir. So, jetzt wird's blöd. Gibt's hier noch einen Markt? Ha! Direkt nach Westen. Da oben zeigt das auch an, ich bin das nicht. Eschaba hat so ziemlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Was kann ich also für euch tun? Ist das so? Ja. Seid nicht schüchtern. Was braucht ihr denn? Ah, ja. Eschaba hat so etwas. Genau das Richtige für eure Bedürfnisse. Aber seid ein weiser Kauf. Sehr gewinnbringend. Hier, bitte greift zu, direkt aus der Truhe. Okay. Eschaba hat so ziemlich... Mal. Schlachtvogt. Dann reden wir mit dem. Erklärt mir, was ihr hier macht. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Der Hauptmann der Wache? Absurd!
Einen Augenblick, Okelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Iren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdal wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Okay. Dann mach ich in den Tempel rein. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ihr, es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf. Aber mir reicht auch der eure. Tötet sie! Sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Ich mich persönlich um euch kümmern. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Ja, machen wir. Da ist sie, die Königin. Nun, was haben meine Beschützer gefunden? Astania, ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Orkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Verrat? Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen.
Ihr seid Rasum Dar, dem Ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions einer unserer Eliteagenten werden? Oh. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einem Agenten in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Möge Auriel euch schützen und Xarxes eure Zunge hüten. Jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselwil bekannt ist. Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselwil. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Wie ihr wünscht, ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. Ich wünschte, ich könnte darauf mit Ja antworten. Astania stand mir näher als sonst irgendjemand. Einen Wachhauptmann zu bestechen. Ich kann diese Dreistigkeit kaum fassen. Das Ende des Dominions. Sie wollen, dass ich zurücktrete, ihren eigenen Regenten ernennen und dass alle, die keine Hochelfen sind, die Sommersendinseln verlassen müssen. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Sie sind Rassisten, die die Hochelfen für ein überlegenes Volk halten und keinerlei Verständnis davon haben, wie die Welt wirklich ist. Kurzsichtige Misanthropen mit Größenwahn. Zurückgebliebene Bastarde, die sich wieder unter ihrem Stein verkriechen sollten. Ja, oh, Auriel sei Dank. Endlich jemand, den meine Krone nicht so sehr blendet, um eine richtige Frage zu stellen. Verzeiht. Natürlich plaudere ich gern ein bisschen mit euch. Was möchtet ihr wissen? Mein Vater, König Hidelit von Alinor, ging nach Aetherius. Er war ein guter Mann, so wie mein Bruder Naemon einer ist. Ich kehrte zurück, um den Platz meines Vaters einzunehmen, weil mein erfahrungsreiches Leben mich genau auf diese Rolle vorbereitet hat. Es hat mich zu der Herrscherin gemacht, die wir brauchen. Okay. Habt ihr welche von den Gerüchten gehört? Meine Abenteuer werden gewaltig übertrieben, das kann ich euch versichern. Außer der Geschichte mit dem Bären. Die ist wahr. Ah. Um es klar zu sagen, die Zahl der Altmeer allein reicht nicht aus. Gemeinsam mit den Waldelfen und den Khajiit hingegen haben wir den eisernen Willen, die Schlagkraft und die charakterliche Festigkeit, um die Probleme zu lösen, die Tamriel plagen. Das tue ich. Ich bin Jahre kreuz und quer über das Antlitz Nirns gereist. Die Allianz, die wir geschmiedet haben, ist die stärkste der Welt. Ich habe Monate mit der Mähne und den Baumtarnen zusammengearbeitet, um unser gemeinsames Dominion zu erschaffen. Darauf bin ich sehr stolz. Ach, nein, Ras und ich sind uns schon auf meinen Reisen begegnet, vor vielen, vielen Jahren. Wir trafen uns in Wegesruh. Oder war es Weißlauf? Es war irgendetwas mit Weh. Es ist eine lange Geschichte, bei der es um eine betrunkene Schulmeisterin und ein violettes Samtkleid geht. Kann ich jetzt auswählen? Es ist wahr, keine Rast für die Ermangel. Wer
deshalb muss ich das tun. So, dann mache ich wohl hier das nächste Mal weiter.